Hallo, schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Und heute kommen wir mal was, das wollte ich schon so lange gemacht haben. Mir geht es immer auf die Eier, wenn ich jetzt am Sägen bin, dass hier so eine große Spalte ist. Und dann, wenn die kleine Leisten steigt oder so, dass es immer reinfliegt oder um die Ohren fliegt oder keine Ahnung, wo da das hinfliegt. Ne? Oder sich einfach verkantet da unten drin. Und das will ich jetzt ändern. Und da habe ich mir was ganz Praktisches überlegt. Und ich werde auch gar nicht groß ausmessen, sondern ich werde das mal ganz praktisch machen. Ne? So ein Heini-Tipp kommt jetzt zu. Ach ja, das heißt Zero Clearance, also diese Sprache ist ja nichts für mich, ne? Auch Deutsch nicht gut. Zero Clearance, das ist die Null-Spalte, ne? Null irgendwie, dann kann hier nichts mehr rein, an der Seite reinfliegen. Ich glaube, die meisten kennen das Problem, wenn man hier, wie gesagt, am Sägen ist, ne? Und dann hier so eine große Spalte ist. Klar, hier muss links was sein, wegen 45 Grad Neigung. Die behalte ich auch zum Tauschen, aber diese Zero Clearance, boah. Jig, ne, oder wie das heißt, das werde ich aus Holz machen und ich werde ganz praktisch machen. Ich zeige euch das mal, wie ich das vorhabe. Ich habe meine Werkstatt gebaut, ne, die steht noch nicht stramm. Die muss ich erstmal noch richtig schön hinstellen. So, ich will aber als erstes mal das fertig machen, mal Schritt für Schritt jetzt. Ne? So, bevor ich jetzt die Schrauben löse, mache ich Folgendes. Ich nehme einfach doppelseitiges Klebeband. Warte mal eben ganz kurz, du. Mein Messer. So, mein doppelseitiges Klebeband. Den wollen wir mal gerade abstellen hier, ne? Wir wollen ja. So. Und ja. Der kommt hier mal drauf. Fein. Also, den mache ich mal eben runter schon mal. So, hier kommt er auch rüber. So. Clever, ich cleveres Kerlchen. Ne? So, dann werde ich als erstes mal die Schrauben, ups, hier die Schrauben rauslösen. Einmal. Zweimal. So, schön draufkleben wieder, ihr Lieben, ne? So, schön draufkleben. Dann werde ich mir einfach mal das Stück Brett nehmen, was ich möchte. Drück das mal drauf. Seht ihr das? Und schon habe ich die Maße und brauche das denn nicht mehr. Brauche nur nachzeichnen und brauche das nicht ausmessen wie so ein großer Bleistift anspitzen. So, dann habe ich hier die beiden jetzt draufgeklebt, wie ich es haben wollte. Ne? Da braucht das nicht ausmessen und Spaltkeile und keine Ahnung was, die ganze Suppe. Ne? Da zeichne ich jetzt einfach an, ziehe die Striche nach. Und hab das, was ich brauche. Cool, oder? So, dann kann ich das wieder lösen. Und schon habe ich die exakte Maße, die ich haben muss. Ne? So, ich schraube das mal den Pilot wieder drauf, weil die Säge brauche ich ja noch. Ne? Ich werde jetzt mal eben dazu sehen. Mit, natürlich ist wichtig, ne? Aber ich habe die Absauglage noch nicht angeschlossen, also nicht wundern und wieder schimpfen mit Heini, du. So. Ups. Ganz wichtig, Strom ist immer doof ohne.
musst das mal wechseln hier, du. Ich werde die kleinen Ecken minimal eben abrunden, das mache ich eben Pi mal Augen. Und ich sehe gerade, oh, ich muss das unbedingt mal wechseln, die Suppe. Aber hierfür, für das kleine Ding reicht das noch. Das ist kein Finalplatz, der steht jetzt nur so, ne? So, fast fertig, war ich fast fertig, aber zugeschnitten. Ich habe die Ecken hier abgerundet, ich hoffe, das reicht so, aber das denke ich mal. Der ist 5 mm, ich brauche 4 mm, also muss ich den noch eben minimal abschleifen, aber ich jack den einmal über den Abrichter, ne? Hauchdünn, und dann soll das passen. Und ich werde das auch mit Magneten machen. Ich habe extra 2 mm dicke Magneten bestellt. Die sind extra dünn, die passen hier schön rein. Und dann brauche ich immer mit Schrauben. Das geht mir so auf die Eier, ne? Und Entschuldigung, ich wollte nicht schreien, ne? Das geht mir so auf die Eier. Und darum kommt das auch ohne Schrauben. So. Ihr kennt das ja, ne? Wenn ihr mal, ganz kurz mal eben, wenn ihr mal so ein Ding habt, diese Einlage und die, das Brett bleibt hier hinten meistens stehen oder hängen, weil das ein Hauch Schamhaar dazwischen ist oder tiefer ist, dann habe ich hier einfach so ein Stück Klebeband draufgeklebt, mache ich dann immer, wenn irgendwie was ist, und schon ist das bündig, passt. Viele regen sich immer auf, aber das ist nur wirklich ein Stück Klebeband, ist kein Verschleiß, ist alles easy peasy und der bleibt nicht mehr stehen oder stecken hier, ne, über die Übergangskante, ne. So, sicherheitshalber Stecker raus. Ich kenne mich. Aua, siehst du? Jetzt noch bin ich alleine, hätte ich geheult. So, der passt jetzt exakt hier rein. Auch hier exakt die Kante. Wenn ich jetzt ein Stück Metall nehme, ne, der bleibt da nicht stehen. Und hier kommt ja jetzt noch diese ja, Fremdsprache, ne, diese Magneten rein, die starken Magneten, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, hier eventuell auch 2, ne? Aber erstmal werde ich jetzt mal eben so machen. So werde ich das machen. Dann, noch ein bisschen weiter, ne? So, das machen. Habe ich hier noch eine Zwinge dran. Nur, dass er nicht hochfliegt. Ne? So. Ja, gespannt, du. Fertig! Nee, war ein Scherz. So, jetzt habe ich das ja so. Hier bleibt. Hier hinten kommt ja eine Spaltkeile wieder rein. Toll, ich drehe runter, ey. Voll Horst, ey. Da kommt ja noch ein Loch rein, dass ich den immer rausnehmen kann. Aua. So, auf ein Stück Holz eben durchgebohrt. So, dann ist er drin. Dann kann ich den immer mit meinem kleinen Fingerchen hier raus. Der ist momentan hier komplett, bin ich hier ramponiert. Nehmen. So, das passt auch schon mal. Und jetzt kommen nur noch die Magneten. Und da habe ich mir auch was ganz Gutes überlegt. Ganz praktisch. Habe ich mir von Amazon gekauft. Die ganz dünne, schöne Dinger. 2 mm nur dick, ne? Weil der ist ja 4. Die brauche ich auch. 2 mm.
Und wenn ihr nicht sucht, verlinke ich euch da unten drin, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr das nachbauen wollt. So, und jetzt habe ich das Folgendes vor dir. Die sind aber auch saustark, die Magnete. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn, ey. Krass. Die sind aua. Meine Nägel, meine Hände, guckt euch das an. Ich bin zerstört. So, folgendes. Ich werde das jetzt so. Voll geil, oder? Die sind so stark, die kriegst du gar nicht auseinander mit meinen kleinen Pötchen-Dinger, du. Jetzt kommt noch ein kleiner Trick. Ich werde einfach die Dinger hier, seht ihr? Das muss ja nicht so Millimeter genau sein, sondern wenn ich die ungefähre Punkte habe, da bohre ich das rein. Und den läuft da, ne? So, guck dir mal an, du. So, überall drauf drücken. Guck, da habe ich ungefähr die Bohrpunkte jetzt, wo ich bohren kann. Das ist ja, wenn das jetzt Millimeter daneben ist, ist ja nicht so schlimm. Ich habe das so weit eingestellt, das ist exakt bündig jetzt hiermit. Also ist überhaupt nicht irgendwie, dass es vorguckt, ist exakt bündig. Das wird eingeklebt mit Epoxidharz und dann passt das. So. Das hatte ich ja gestern angezeichnet, die weißen Punkte. Ja, dann geht er mal los, ne? Maschine an. Ich hoffe, ich bin richtig auf die Kamera drauf, du. Ja, mal Schwung. So. Zweimal, komm ab mit. So. So, meine Lieben. Jetzt sind die Magnete drin. Hier oben siehst du minimal Punkte. Das ist das, wo der Bohrer minimal durchgekommen ist, weil das ja nur 4 mm dick ist. Ne? Aber das ist ja egal. Das ist ja Epoxy drin, ist ja nur so steinhart. Also ist alles wieder eben. So, und jetzt kommt das. Ich habe nämlich schon getestet, weil ich ja so ein gieriges Kind bin. Ne? Aber guck mal. So. Bam. Perfekt. Guck mal hier. Die Kante, ne? Ups. Hier ist wieder Haken dran, aber nur da. Guck mal, oh, siehst du das? Mega. Hier hinten auch. Da geht der Mühe hoch, damit der hier erst gar nicht hängen bleiben kann. Toll. Also wenn ich Sägeblatt wechseln will, einfach rausholen, fertig. Hier kommt noch ein Haken hin, der sich hier hinten reinhakt, damit er hier hinten, hier ist klar, hier kann er ja nicht hochspringen, hier hinten kann, könnte er hochspringen. Und da habe ich jetzt auch zwei Leisten aus Buche, die kommt da jetzt drunter, ne, dass ich den da einraten kann, dass er da nicht hochspringen kann. Ne. Ob das machen würde, weiß ich nicht, ist ja nur Safety First, ne, aber ey, mega. Und wenn die Sägeblatt wechseln will, brauche ich jetzt keinen Schraubenzieher oder so einen Müll mehr. Herrlich. Und die Magneten halten wirklich gut, ey.
ist vollbracht und ich muss Gott ehrlich sagen, ich bin da mehr als begeistert von, weil ich brauche keine Schraubenzieher. Ich musste ja zwei Sorten Schrauben haben. Einmal hier Imbusschlüssel und einmal Kreuzschlüssel, die mir immer auf die Eier. Ne? Und immer wenn da was reingeflogen ist hier in der Mitte, so, ne? Eigentlich ist das nicht mehr. Ich kann einfach jetzt ganz normal, zack, rausnehmen. Ich habe hier so einen, wie nennt ihr das, einen Haken, Widerhaken, keine Ahnung was. Ne? Der hier hinterklebt, der kann da hinten nicht rausfliegen. Ne? So, den packst du ganz normal rein und bam. Ist mit Magneten drin. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Magnete. Bombastisch hält das. Ne? Also, ich bin da sowas von zufrieden mit. Geil. Können wir mal laufen lassen. Mal gucken, wie das klingt. Wieder genau. Ehrlich. Ehrlich. Was? So, und, also perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen, und hier auch bündig, ne? Hier ist keine Kante, hier ist keine Kante, da kann der so, habe ich jetzt hier ein Stück Metall, guck mal, ne? Genial. Und ohne Zollstock, darf man nicht vergessen oder so, oder ausgemessen, eben einfach mit einem doppelseitiges Klebeband oben zu und dann mit, die Punkte, sag schon, mit einem Edding da, einem weißen Edding. Ich hab da oben gegen Ratzfatz, ne? Da brauche ich gar nicht groß messen oder so, ne? Ach, ist das toll, ey. Was? Wie gesagt, die Schwingung, der Druck, drückt ihn hier nach unten, da kann gar nichts passieren. Hier ist jetzt ein Haken, da kann auch nichts passieren. Top. Ach, ist das toll. Ist das toll. Gefällt mir. Und wie gesagt, Loch drinne für einfach rausnehmen, ne? Bam. Coole Sache. Ach, ist das toll. Toll, wieder einen Schritt weiter. Jetzt kommt übrigens meine... Mein Sägeblattschutz mit Absaugung, die muss ja auch ganz normal neu, weil ich ja meinen Spaltkeil gekürzt habe. Das passt halt Standardding gar nicht mehr drauf, ne? Darum will ich den neu bauen. Mach das normal, kannst du gehen. Meine Lieben, der ist vollbracht. Wieder einen Schritt weiter. Stück für Stück, sage ich immer. Ne? Die Magneten verlinke ich euch, wenn ihr mal Bock habt. Ne? Könnt ihr gucken. Und ohne Zollstock geht der auch. Ne? Ich sage, in diesem Sinne ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.